So, da Lada, sag mal wieder. Und wir haben vor ungefähr einer Dreiviertelstunde Paul hier auf Level 50 gebracht mit seinem Gunsirkel. Und Genau. wir fangen natürlich gleich an, tolle Gameplay-Videos zu machen. Und heute werden wir euch zeigen, wie man Terramorphous killt. Vermutlich ist Terramorphous den meisten im Begriff. Ich meine, das Spiel ist jetzt auch schon ziemlich lang draußen. Also, alle, die Borderlands mehr oder weniger lang gezockt haben, wissen, was Terramorphous ist. Es ist ein riesiger Thresher, einer der fetten Endbosse. Für alle, die das erste Borderlands gespielt haben, er ist so wie Chromarex. Interessiert ihr vermutlich nicht? Egal. Genau, und wir haben hier ein paar Tipps und Tricks und erstmal zeige ich euch, was für Waffen wir benutzen, beziehungsweise ich oder wir beide. Es sind jetzt, naja, hauptsächlich legendäre, ist natürlich. Hat man vermutlich nicht alle, aber wenn ihr irgendwelche von den Waffen nicht habt und auf PC seid, schreibt mich einfach an und ich dupe sie euch alle. Weil, ja, ich bin ja ein netter Kerl. Genau, zum ersten haben wir den Conference Call, der ziemlich chillig ist, weil er viel Schaden macht. Infinity ist gut, wenn man vor allem wenn man keine Munition mehr hat oder so. Shredifier ist geil, weil einfach fett viel Schaden macht und Pitchfork ist cool, weil ich weiß nicht, Pitchfork ist nicht einer von den berühmten Legendären, aber man sieht, es schießt so fünf Kugeln oder so auf einmal los. Und weil es eine Dahlwaffe ist, macht sie im Feuerstoßmodus 4 von den Teilen, heißt man macht irgendwie 20 Kugeln. Und wenn man dann noch das B-Sheet ändert, haben all diese Kugeln den extra Damage. Genau, da kommen wir zum nächsten Punkt. B-Shield anhaben macht das Ganze erheblich einfacher. Wenn ihr jetzt B-Shield nicht habt, wird es viel schwerer, glaubt mir. Granaten wird es ziemlich egal. Ich habe jetzt mal das Aggressions- als Effekt habe ich jetzt mal SMG-Schaden genommen. Das braucht jetzt nicht so sehr hier. Was auch noch ganz praktisch ist, Hellfire vielleicht, weil Terramorphous macht Feuerschaden, aber ist auch. Feuerschaden ist auch sehr effektiv gegen ihn. Und deswegen würde ich den Slayer of Terramorphous Custom Mod nehmen, weil der diesen schönen maximalen Feuerschaden von plus 15% hat. Normal benutze ich den legendäre Sirene Mod, weil ich den einfach cooler finde. Aber nein, dafür ist es ganz praktisch. Und ja, genau. Um zu dem Kerl hinzukommen, müsst ihr nach. Wo ist das denn? Thousand Cuts. Da. Vielleicht wäre es noch interessant zu sagen, was der droppt. Ach ja, genau. Das sage ich am Ende. Am Ende zeige ich euch nochmal alle. All die einzigartigen legendären Drops, die er hat. Ich habe nur einen leider nicht, aber der ist nicht so spektakulär. Nun ja, also genau, wir sind hier in Thousand Cuts und man spawnt hier rechts unten und man muss, es ist ziemlich einfach, man geht hier einmal einfach durch, hüpft dann hier runter und dann in diesem kleinen Kreis in der Mitte unter dem Teil ist es. Ich zeig's euch einfach mal, weil ich sowieso hin muss. So, rennen einfach mal. Es ist kein langer Weg, die Leute muss man einfach ignorieren, die nerven. Jetzt mal hier runter, vorsichtig, dass ihr nicht sterbt, weil das ziemlich dumm ist. Und die Kerle, die nerven, vor allem wenn man im Koop ist und warten muss, um die Reise zu initiieren, killen dich währenddessen meistens. Ja, jetzt bin ich auch tot. Einfach eine Granate reinwerfen, die macht er schon. Ja, genau. Die nerven ein bisschen, aber es ist egal. Ja, es ist ein bisschen verkackt gerade, aber okay. Genau. Dass man hier diesen kleinen altarartigen Ding braucht, 4 Iridium. Weniger als bei Pyrepitoid, da braucht man 8. Da ist ein kleines nerviges Ding. Stirb. Okay. Auf alle Fälle öffnet sich dann diese
Iridiumwände und man kann nach Terramorphis Peak reisen. Genau. Sam ist gerade online gekommen. Ich werde ihm mal Nachricht schreiben. Nee, ich schreibe ihm, wenn du mal. Okay, schreib ihm, schreib, dass wir aufnehmen, dass er gerne mitmachen kann. Nun ja, genau. Also wir sind hier in Terramorphis Peak. Und hier unten ist diese geile Ammo-Station. Kann man sich sogar Waffen kaufen, aber die wird man wohl kaum brauchen. Ich würde viel Munition mitbringen. Vor allem für die Waffen, die wir haben, in unserem Fall eben Shotgun, Sniper und Assault Rifle Munition. Ich meine, naja, Infinity braucht ja jetzt nicht gerade viel Muni, würde ich sagen. Und man kann jetzt die ganzen Weg sehr hochquälen, aber es gibt diesen geilen Shortcut, der ziemlich sinnlos ist. Auf alle Fälle kann man hier runterhüpfen und fährt man hier ganz schön hoch. Eine Spielerei, aber naja. Genau. Seid euch sicher, dass ihr alles habt, was ihr braucht. Mein Leben sind gerade ein bisschen down, aber das passt schon. Und ich warte einfach mal darauf, dass Paul jetzt auch kommt. Was auch immer. Sorry, ich habe gerade noch Nachricht geschrieben. Genau, dann muss man hier runterhüpfen, wie bei allen Bossen man irgendwie runterhüpfen muss. Also zumindest bei den meisten. Und genau, man geht jetzt hier vorne hin und drückt diesen geilen Knopf. Und da sieht man jetzt hier, warte kurz. Daraus kommt Terramorphis, der Unbesiegbare. Da da da. Und macht so ein bisschen Scheiße und geht wieder ins Wasser, man kann ihm keinen Schaden zufügen, wenn der unten ist, also ist ziemlich egal. Genau, jetzt gibt es den kleinen Cheat, den die meisten kennen aber schon. Und in der englischen Community zumindest wird er Pride Rock genannt. Ich zeige es euch gleich, wenn ich ein bisschen Schaden abgezogen habe. Genau. Hier, hinten. Wenn, außer er ist hier links neben euch, was er jetzt gerade leider ist. Nein, ich fahre von der Map, ich hasse dieses Spiel. Kann er euch keinen Schaden zufügen. Ihr könntet dahinter hocken und er macht euch nichts. Er haut drauf ohne Ende. Es tut euch nichts. Und genau, man sieht, ich mache jetzt ziemlich schnell fertig. Wenn ihr irgendwie Tally Pro seid und es einfach so machen könnt, ohne euch dahinter zu verstecken, ist eindeutig cooler, aber die meisten Leute haben dann doch Probleme mit, also ich auch. Und naja, so macht man das eben. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Tentakeln. Paul, magst du mal wiederbeleben? Ich glaube, ich bin echt tot. Natürlich, natürlich. Egal. Auf dem Weg. Er hat viele Arten von Tentakeln. Die Spike-Tentakeln tun euch nichts, wenn ihr dahinter seid. Wie man gerade gesehen hat. Ich weiß nicht, ob wir uns alle Tentakel zeigen wird. Hier sind die Rock-Tentakel. Ja, das habe ich hier in der Monument zum Beispiel. Die tun Schaden. Auch wenn man hinter diesem Teil steht. Die haben nicht mehr Explosionsradius. Und jetzt hat Pommelman gerade einen schönen Kill geklaut. Oh. Naja, egal. Wenigstens bitte ich wieder beleben, also mehr. Genau, die Rock-Tentakel, von denen muss man weglaufen. Die tun weh. Wie man sieht, wenn man einen Tentakel killt, droppen sie Moni, also wenn man mal Munition braucht. Ich fall gleich wieder von der Map, scheiße. Wenn man Munition braucht, kann man da schön, kann man einfach die Tentakel killen und die Moni holen, Leben droppen sie auch. Genau, die nächsten, die Strahlen-Tentakel, die machen letztlich einfach so Laser, die ziemlich wehtun. Ich weiß nicht, ich glaube, die Laser können euch da hinten noch erwischen. Je nachdem, wo ihr seid. Ich bin mir nicht sicher, ja, können sie anscheinend. Und die sind sogar ziemlich gemein. Ja, geil. Ich bin auf dem Weg. Danke. Ich schaffe es um dich selber. Genau.
Wenn man den Conference Call hat, die sind ziemlich easy dann. Ja, das ist natürlich scheiße. Leb dich gleich wieder, Paul. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Mach ich. Naja. So viel Zeit auch wieder nicht. Tut mir leid. Ich meine, es ist doch irgendwie. Jetzt sterben. Warte, ich stehe, ich drehe mich um, dann schaff's vielleicht noch rechtzeitig. Na, tust du nicht. Okay, dann nicht. Aber. Da sind Tentakel, yay. Bitte, sei lieb, Tentakel. Fuck my life. So, sowas passiert leider auch. Auch wenn man zu zweit spielt. Das hier wird euch selten, also. Es war jetzt ein Sonderfall, muss ich sagen. Aber da habt ihr auch mal die Outtakes sehen. Bitte, Vater, warte auf mich, Paul, warte auf mich. Da muss der Kürbis zusammen hochfliegen, sag ich mal. Ja, das wäre schön. Okay, ich hol mir aber kurz noch ein neues Sniper Rifle, Moni. Weil die war ja leer. Boah, jetzt ist sie wieder voll. Nun ja, ist ja auch egal. Bereit, Paul? Ja. Dann hilf drauf. Wir haben so drauf. Schön. Okay. Auf alle Fälle. Eigentlich schaffe ich ihn auch im Solo ziemlich schnell, so 2-3 Minuten. Höchstens, und im Korb geht er noch viel schneller. Wir haben ihn gerade eben entwickelt. Aber es gibt eben wieder immer wieder dumme Zufälle, wenn beide auf einmal sterben, ist man meistens ziemlich am Arsch. Genau. So, let's go. Aber der chillt sich noch im Korb, deswegen würde ich mich einfach wieder schnell verpissen. Hinter den schönen Felsen. Genau, wie schon gesagt, wenn ihr irgendwelche von den legendären Waffen haben wollt, ich habe beide legendären Class Mods und wirklich den Großteil der legendären Waffen. Ich habe ziemlich wenige Granaten und ich habe auch ziemlich viele Schilder, zumindest die coolen. Ah genau, sieht man gleich mal den nächsten Teil der Tentakel. Die Stampfer-Tentakel, die dich total fertig machen, wenn du da unten hockst, zum Beispiel. Aber wenn du hier bist, dann können die dir scheißegal sein. Na, Paul, der Gunsirker. So, geht's eigentlich den Gunsirker-Modus? Hatte ich gerade keine Lust dazu. Interessant. Genau, die Stampfer-Tentakel sind total egal, wenn man hier oben ist, aber wenn man da unten ist oder irgendwo anders, machen die dich ziemlich fertig. Das ist nicht so witzig. Da sind die Rock-Tentakel wieder. Ah, fuck. Aber der schöne Pitchfork hilft natürlich. Wieder keine Money. Aber ja, klar. Fuck euch doch alle. Ah, da sind die nächsten Tentakeln. Feuertentakel. Die sind ziemlich gemein. Wir kacken gerade total ab. Wieso? Wie kommt es, dass wir gerade dauernd sterben? Ich meine, es ist so ein bisschen scheiße. Ein bisschen, ja. Da sind wir Tag und schafft es. Nein. Scheiße. Alter. Ist es jetzt hart? So, ich fühle mich gerade ziemlich dumm. Ich schätze doch mein Fellvideo. Vermutlich werden wir es rausschneiden. Vielleicht nicht. Wer sieht es noch? Wenn ihr das hört, dann haben wir es nicht rausgeschnitten. So einfach ist es. Deswegen. Yay. Fuck. Das passiert mir sonst nie. Was auch noch eine ganz gute Idee ist, ist, wenn ihr den statt dem B-Schild zum Beispiel den Fable Tortoise nehmt. Haben wir die nicht alle. Aber manche haben es, kriegt auch einen Blue. Und genau. Ich warte wieder auf Paul, damit wir zusammen den Aufzug benutzen können, weil wir es ja so lieb haben. Springt er immer daneben. Der haut daneben, weiß nicht so. Er ist nicht der Schlauste. Ja, doch die Fresse. Er ist nicht so ganz der Hellste. Sei gnädig mit ihm. Sei gnädig mit Paul.
Ja, mir hat's Also gereicht. wer sich manchmal Max Let's Plays anschaut, der weiß, dass er eigentlich ein ziemlicher Idiot ist, also und dass er oft Scheiße erzählt. Ja, egal. Ihr kennt's ja. Viel Spaß bei Paul's Let's Plays, aber mal ernsthaft. Meine Let's Plays sind wesentlich besser als deine. Nein. Okay, ich habe erst eins gemacht, das ist nicht hochgeladen, aber Ja, es ist trotzdem. trotzdem wesentlich besser als deins. Du hast ungefähr drei. Egal. Hören wir auf, uns Gesetze zu beleidigen. Das kommt ja auch nicht gut an. Also, naja. Du wirst viel Spaß beim Schneiden haben, ich sag's. Ach ja, genau. Was auch noch gut ist, ist, wenn ihr euch eine Sirene seid, ist der und der auf den rechten Skill, ich glaube, der heißt Verheerung oder so. Wenn ihr die rechten Skill für ihn investiert habt, ist das ganz chillig, weil ihr diese schöne Attacke habt, wo ihr schlagen könnt. Und naja, wenn man jemanden slaggt, dann macht er immer schon die doppelte Anzahl an Schaden. Heißt, ihr seht, diese einzelnen Schüsse machen teilweise knapp 3 100.000 Schaden. Ich habe leider keine Munition, fällt mir auf. Hol ich mir mal wieder welche. Und ich gehe jetzt wieder alle drauf. Aber was soll's. Deswegen die Videoschwerte. Flutterwaffen sind in Kombination mit dem Bee ganz gut, weil ich meine, Flutterwaffen haben eine hohe Feuerrate. Die machen jetzt nicht großartig viel Schaden oder so. Aber mit dem Bee ist es halt so, dass jeder Schaden, ja jeder Schuss diese extra Damage da hat. Wie auch immer es auf Deutsch heißt. Und man dann erheblich viel mehr Schaden macht, als wenn man Jacobs oder so würde. Aber wer es gerade gesehen hat, wenn man Glück hat und es drauf hat, so wie ich eben, dann kann man diese Rock-Tentakel da killen, bevor die dich angreifen. Die strahlen total. Okay, die können mir anscheinend nichts tun, wenn ich hier hinten bin. Ich werde sie trotzdem killen, aber sie können schon was tun. Yay. Fuck. So, den schaffe ich aber noch. Alter Powers, willst du eigentlich? Klau mir doch meine Kills. Immer doch. Ich hasse dich. Ich bin davon ausgegangen, dass ich dir sowieso helfen muss und hab den Kill, damit er mich nicht tötet. Ich sterb zwar dabei selber, aber irgendwie Ja, scheiße. geil. Lohnt sich ja Moment, wirklich. cool. So geht's auch. Yay, immer noch 2000 Lebende übrig. Ach du Scheiße. Ja, das war es natürlich ein bisschen ungeschickt, aber sowas passiert dann. Wir haben echt nicht drauf. Alter! Was? Wieso kaufst du mir immer meine Kills? Das heißt, ich glaube deine Kills, ich war genauso tot wie du. Ja, trotzdem. Meine Kills. Du Du bist in hast meinem Spiel kein. drin. Ich kann aus dem Schloch rausgehen. Ja, das stimmt Ich natürlich. geh weg da, ich sterb sonst. Stirb, Bist du? stirb, stirb, stirb. Danke. Was auch ganz gut, wenn die Sirene ist. Ich habe halt jetzt eben in den Verheerungs- und in diesen mittleren Heilungs-Skill-Tree. Weißt du, war ich ziemlich viel Koop-Zocke. Deswegen ist es immer ganz sozial anderen Spielern gegenüber, da man sie wiederbeleben kann. Wow, Ja, wenn ihr wow, 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 wenn ihr diese was? Ich bin jetzt gerade mal hat wieder sich von der gestorben. Map weggekickt. Ich habe versucht zu überleben. Aber eilig bitte, okay? Wenn sie reden seit der Face Lock, wird jedes Mal, wenn ich sie am gleichen Gegner ist, uneffektiver. Was jetzt bei normalen Gegnern nicht so schlimm ist, weil man sie meist sowieso nur einmal facelockt ungefähr. Aber egal. Ach ja, genau, hier. Was auch noch wichtig ist, ist dieses Ding hier, wenn er so seltsam glüht oder so, er nimmt keinen Schaden mehr durch Feuerattacken. Oder extrem verminderten, glaube ich.
Heißt, es ist immer gut, eine Normalwaffe dabei zu haben, auch wenn er normalerweise aber normalerweise super ist, wenn man Feuerwaffen hat, benutzt. Deswegen ist der Shredderfire ist in dem Fall ganz gut. Ich hoffe, man hört jetzt wieder auf mit diesem komischen Ding da. Ja, tut er. Wir bekommen jetzt noch Verstärkung. Da kommt Sam auch noch. Ja. Genau, das sind die Stampfattacke. Die Stampfattacke könnte total egal sein. Die extra ziemlich cool, weil der es lange Zeit erstmal nicht runtergehen wird. Ich glaube, dass man diesen Tackle gekillt hat. Gut, Aber ich man sieht glaube, wir die werden auch es noch nicht nicht mehr so drauf. unbedingt brauchen, aber. Aber dieser Felsen hier, ja, fick dich doch. Beschützt mich ganz gut. Jetzt bin ich schon ziemlich nah dran. Ja, wir schaffen es. Oder unterstützer Laps. Ach du Scheiße. Jetzt lass mich nicht Gut. sterben. Das war natürlich irgendwie so ein Das ist jetzt bisschen. richtig verkackt. Ah, ich hab's geschafft. Kommst du, halt's mich kurz? Wo bist du? Na, jetzt bin ich vor dem Blut gestorben. Oh, So, jetzt hier. könntest du was Hier zu versinken den wir Waffen, jetzt. die der droppt, sagen. Genau, Oder kommt das. noch Tentakel? Ja, genau, mach sie fertig. Das nervt ein Ich bisschen. mach schon, lass ruhig, mach Immer wenn ruhig. man diese. Sieht's nach, glaube ich, immer noch nachher. Genau, hier. Terramorphis ist wie der Krieger oder all die anderen Raid-Bosse. Zum Beispiel Pyrupeed, Hyperius, die Invincible und Master G, die Invincible. Pyrupeed ist auch Invincible. Egal. Und der Krieger heißt, die haben eine Chance darauf, alle legendären Waffen zu droppen. Nur wie der Krieger zum Beispiel, hat der hier auch noch ein paar, die viel spezifisch sind. Und diese wären zum einen natürlich der. Bürger des Terramorphos Klassenmod. Nein, ich wollte eigentlich aus Ich habe auch einen von dem seinen Grundrisiko gehen. Klassenmods, falls du es zeigen willst. Genau. Die gibt es für jede Klasse. Er hat seinen. Ich glaube, sie machen fast immer extra Feuerschaden, erhöhen die maximale Gesundheit und machen und haben ganz viele Skills. Das sind vermutlich mit die meist benutzten. Ziemlich cool. Wir haben die jetzt für Macromancer, Gunzerker und für Sirene, also wenn ihr sie braucht Also oder so. der von Macromancer liegt hier, also den Ja, hat genau, der hat jetzt gedroppt. Der droppt immer einen von denen, aber immer für andere Klasse Ne, ist den der hat er nicht neuer. gedroppt, den hat er Wenn ihr in Pech dem habt, Fall der Lobster gedroppt. wenn ihr Pech habt, dann ist das wieder falsche Klasse. Aber genau, wir können die euch dupen, wir haben die für drei verschiedene Klassen. Genau, was gibt es noch? Dann droppt er noch ein. Was mich sehr wundert, einen nicht legendären Granatenmod, der eigentlich ziemlich legendär ist. Homing Breath of Thermorphis. Homing ist jetzt in meinem Fall nur. Aber auf alle Fälle ist das immer Breath of Thermorphis. Der Präfix kann sich verändern. 10.000 Brandschaden pro Sekunde ist ziemlich cool. Aber das Tolle ist, das zeige ich euch vielleicht noch nachher, ist, wenn man ihn wirft, macht er mal Schaden. Aber dann, er macht erstmal Schaden, aber dann kommen aus dem Boden überall Fontänen vom Feuer, die dann anscheinend seinen Atem symbolisieren sollen oder so. Würde ich mir jetzt mal denken. Und die gibt es nur im Feuer. Wenn ihr mal eine andere gefunden habt, keine Ahnung, könnt ihr in die Kommentare schreiben, aber ich bin ziemlich sicher, dass es nur im Feuer gibt. Also zu 99% sicher. Dann gehört er noch ein Schild von Bandit. Kap ist kapaziert Level kapaziert 32.000 ist nicht schlecht. Ladegeschwindigkeit 6.800 ist jetzt nicht so der Wahnsinn, aber auch nicht schlecht. Ladeverzögerung von 2,43 ist ganz gut eigentlich, aber er hat dann extrem viele Effekte. Zum einen macht er Roid-Schaden plus 43.000, was ganz cool ist, weil für alle, die nicht wissen, was Roid-Schaden ist, es ist basic nicht. Ich spreche zu viel Englisch. Es ist letztlich so, wenn man, wenn dein Schild down ist, mache all deine Nahkampfattacken so viel mehr Schaden. In dem Fall machen all deine Nahkampfattacken 43.631 mehr Schaden, was ziemlich geil ist. Vor allem, wenn ihr zum Beispiel Assassin seid, dann und auf Nahkampf investiert habt, dann wird alles nochmal viel, viel härter. Da macht er Nova Schaden, heißt, wenn entweder dein Schild oder dein Leben down ist, setzt er einfach so ein Elementar Blast frei da und der macht immer 100
111.000, was echt nicht schlecht ist. Und Nova Radius ist 1556, was jetzt nicht der Wahnsinn ist, aber nicht so schlecht. Ich weiß nicht, was für eine das ist, irgendwie Zentimeter oder so. Und Spike Schaden von 28.000. Spike Schaden macht, heißt, wenn irgendjemand auf dich drauf fliegt im Nahkampf, wird der nimmt der Schaden. Und der Rundtext sagt, seine Haut schärmte sie alle. Hide ist eben Haut in dem Fall, heißt, das ist Hide After Morphis. Und muss zwischen nur was vollständig aufgeladen werden, was klar ist, heißt, wenn man es nicht vollständig auflädt, wird es nicht kein Nova Blaster geben. Und meiner ist jetzt in dem Fall Inflammable, heißt, ich bin vollkommen resistent gegen alle Arten von Feuerschaden, die auf mich gemacht werden, draufgehauen werden, was auch immer. Das Gift mit mehreren Elementen, das Gift mit noch mit Alkaline, das ist dann resistent gegen Korrosion, und Grounded, das ist dann resistent gegen Schock, und es gibt Explosive, das ist dann nicht resistent, aber es reduziert den Schaden von Explosionen ziemlich sehr. Ich glaube nicht, dass es das für Slag gibt. Also ich habe noch nie was gesehen und ich habe das Spiel schon lange nicht gespielt, würde ich mal so behaupten können, glaube ich. Genau, und dann so eine Sache, die ich aber leider nicht habe. Und zwar den Blood of Terramorphis. Das ist ein Relikt, ein wie heißt die Dinger? Artefakt oder so, genau. Und was ist, das ist das einzige legendäre Artefakt. Und eigentlich das einzige, was es tut, ist halt es es regeneriert dein Leben, heißt, du hast, ich glaube, 0,5% Lebensregeneration pro Sekunde. Heißt, du brauchst 200 Sekunden, das sind, naja, lang genug, 3 Minuten ungefähr. Hier ist übrigens ein E-Tech-Teil, egal. Und ungefähr 3 Minuten ist dein Leben vollkommen wiederhergestellt. Wenn ihr noch Berserker seid oder Sirene und diese ganzen Lebensregenerationsfähigkeiten habt, dann versteckt das nur. Da gibt es aber, also, das ist nicht so der Wahnsinn, da gibt es auch noch ein Seraph-Relikt, das heißt, Artefakt, Entschuldigung. Das heißt, Blut der Seraphen oder so. Keine Ahnung, klingt ein bisschen schwul. Auf alle Fälle, das macht das gleiche, aber es erhöht noch deine maximale Gesundheit. Also würde ich eher versuchen, das zu kriegen, als das hier, weil das nicht so toll ist. Und was noch einige von euch vermutlich nicht gesehen haben, ich habe jetzt auch nicht geblickt, da oben ist so ein geiles Bornes-Zeichen. Es gibt ja für jede Map, ich glaube, mindestens zwei, ich glaube, Iridium leitet auch noch drei oder so. So diesen Kammerjägerzeichen, die irgendwo versteckt sind, die kann man dann entdecken. Und dann gibt es halt so Herausforderungen, die Badass-Ränge freischalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der einzige Weg, da hochzukommen, ist. Die duellieren sich da. Ich bin ziemlich sicher, der einzige Weg, um da hochzukommen, ist, auf hier sich hinstellen, warten, bis der Morphus hochkommt und dich dann da hochschleudert. Wenn es einem wert ist, um dieses Teil zu kriegen, wird gut, aber. Naja, genau, sonst droppt der Kerl ziemlich gute Sachen, immer viele blaue, jetzt in dem Fall nicht so viele von den Lianen, nur eine hier. Und ich muss sagen, Terramorphis ist schon ganz witzig, aber wenn ihr die DLCs habt, also er bringt auf alle Fälle besseres Loot als der Krieger, aber wenn ihr die DLCs habt mit entweder eben Captain Scarlet in the Pirate's Booty oder Mr. Torps Campaign of Carnage. Ich habe keine Ahnung, wie auf Deutsch heißt, tut mir leid. Und ihr dann eben entweder Hyperius oder am besten Pyrepeed. Also Pyrepeed ist meiner Meinung nach der Kerl, der die besten legendären Waffen droppt. Dann würde ich euch vorschlagen, eindeutig die zu killen und zu farmen. Weil, naja, ich meine, jetzt die paar spezifischen Waffen, vor allem der Klassenmod und das Schild, sind nicht schlecht.
Aber es sind auch nicht die besten legendären Waffen und sonst droppt der Kerl auch nicht so viele Sachen und die Chance, dass er was droppt, ist auch nicht so hoch. Deswegen kann ich euch empfehlen, wenn ihr die beiden Sachen nicht habt, killt ihn, und wenn ihr die habt, dann verkauft euch am besten durch den zweiten DLC, es ist echt wert. Ich habe ihn schon zweimal durch und er haut einfach rein. Und es ist witzig, wie viele Sachen wollen zwei, aber trotzdem. Ach du Scheiße. Genau, deswegen kann ich nur empfehlen, geht, killt Pyro Pete. Und ich würde sagen, das war doch mal eine ganz gute Aufnahme. Hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare. Kommentiert, abonniert, liked, disliked, je nachdem, wie es euch gefällt. Und genau, wenn ihr irgendwelche von den legendären Waffen braucht, wir haben die meisten davon. Wenn ihr PC spielt, dann schreibt einfach eine Nachricht oder in die Kommentare oder sowas und wir werden sie vermutlich alle, also alle, die wir haben. Wir haben es nicht alle, aber wir haben die meisten guten, die Sachen. Aber wir werden bald alle haben. Ja, Paul hat noch Farben anscheinend. Sagt der, Ich der hoffe, es hat seit euch irgendwie in gefallen. 2 Monaten nichts anderes macht, als irgendwelche Endgegner zu farmen. Okay, also. Bis zum nächsten Mal, Servus. Und ich springe jetzt hier runter, weil mir langweilig ist. Ciao.